So, hallo und wieder ganz herzlich willkommen hier auf dem Marcel Herzog Kanal. Mein Name ist Marcel Herzog, ich bin Autoflirt und Kommunikationscoach und heute geht es um wieder ein Video, das ich aus meiner Community bekommen habe. Und zwar peinliche Frauenverführer aka Pickup Artists Let's Talk. Es geht hier um eine Anka Matze. Anka, ich habe da mal einmal kurz auf ihr Instagram-Profil geguckt. Anka heißt irgendwie, glaube ich, Ann-Kathrin in Wirklichkeit, nicht Anka, wie ich ursprünglich mal dachte. Das ist ein Video, keine Ahnung, schon ein bisschen älter, irgendwie 3 Jahre. Ja, und sie hat anscheinend eine Meinung über Pickup-Artists. Wir schauen uns das mal an. Jo, yalla, rein in die Olga. Ein wunderschönes und herzliches Hallo an alle. Ihr werdet euch jetzt sicherlich wundern, was das jetzt hier für ein Video ist. Es ist ein außerplanmäßiges Video. Seht ihr das auch? Unter ihren Augen ist sie komplett weiß. Und hat sie nur dieses Hemd an und keine Hose? Okay. Ich habe ja jetzt wirklich schon ewig lange nichts anderes mehr gemacht als die Weekly Vlogs. Aber ich dachte, das Thema, das ich heute vorbereitet habe, deswegen in Anführungszeichen, weil also das ist jetzt eher ziemlich spontan. Ja, das Video, das ich eben jetzt vorbereitet habe oder das Thema, ist eigentlich ein... Sie hat ein Video vorbereitet, aber es ist trotzdem spontan. Da sind wir mal doppelt gespannt auf jeden Fall. Ein eigenes Video wert. Ich habe mich darüber so aufgeregt die letzten Wochen und Tage, dass ich mich jetzt endlich mal so ein bisschen oder dass ich mir das jetzt einfach mal so ein bisschen von der Seele reden möchte und ich das Gefühl habe oder super. Eigentlich nicht möchte, dass reden wir es gemeinsam im Blog so ein bisschen untergeht und ja, das Thema, worum es geht, ja, ist das Thema Pickup Artists. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal gehört habt in letzter Zeit. Ich habe das erste Mal, also mir wurde... Ob ihr darüber schon mal gehört habt in letzter Zeit? Pick-up Artist. Also mir war das erste Mal so richtig ein Begriff vor 4 Jahren. Da habe ich mich das erste Mal genauer damit befasst, durch einen Artikel, den ich zufällig gelesen hatte. Da nehmen wir sie bei Wort. Sie hat sich genauer informiert über einen Artikel. Ja. Wer da schon genau hingehört hat, der kann sich schon denken, dass da vielleicht das nicht so der Volltreffer wird. Ja. Entweder ich informiere mich genauer über eine Szene, dann brauche ich mehrere Quellen. Dann nehme ich aber auch am besten keine Bildzeitung, Taz, oder Funkbeitrag, sondern dann sollte ich vielleicht einfach mal mit einem Pickup-Artist reden oder mit einem, der sich in der Szene ein bisschen auskennt. Wäre jetzt mein Vorschlag an der Stelle. Aber wir schauen mal. Keine voreiligen Schlüsse. Ich habe mich damals schon mega drüber aufgeregt, habe dem aber einfach nicht mehr Fläche geben wollen, habe das deswegen nur im Stillen für mich irgendwie behalten und jetzt in letzter Zeit, seit ein paar Tagen und Wochen, ist es tatsächlich so, dass ich immer häufiger auf der YouTube-Startseite eben von solchen Menschen Videos angezeigt bekomme. Ich finde es gut, dass sie Pickup Artists als Menschen bezeichnet. Alles andere wäre falsch. Keine Ahnung. Wo ich mich tatsächlich auch frage, wie das sein kann, weil ich dachte eigentlich, dass YouTube oder die YouTube-Startseite nur Sachen anzeigt, die auch wirklich irgendwie zu einem passen, weil man eben zum Beispiel ähnliche Videos geguckt hat oder auch ähnlichen Content liefert, aber was da generell so mit der Startseite los ist, weiß ich sowieso nicht. Mir werden auch Videos von mir selber empfohlen, wo ich mir auch denke, ja gut, muss man nicht verstehen, aber also ich glaube, es kann sein, weil ich eben in letzter Zeit, oder nicht in letzter Zeit, sondern immer mal wieder seit Jahren schon Videos zum Thema Dating, Liebe, Single, Beziehung und so weiter mache, da immer mal so ein bisschen was anschneide, dass vielleicht dadurch irgendwie der Bezug geschaffen wird. Komm doch einfach mal zum Punkt, Mädel. Es ist auf deiner scheiß Startseite aufgetaucht. Erklär uns, was dein Problem ist. Wer nicht weiß, was ein Pickup-Artist ist, ich versuche das jetzt einfach mal so in meinen Worten so zusammenzufassen und ich werde dafür irgendwie, glaube ich, keine
nicht abfällige Beschreibung finden, weil es ist auch eigentlich komplett unwürdig, dass ich das erzähle, aber manchmal ist es ja so, wenn man sich aufregt, muss man sich das von der Seele sprechen. Ja, ein Pick-up-Artist ist jemand, der auf eine ziemlich ekelhafte Art und Weise eben versucht, Frauen zu klären, sage ich mal. Okay. Ein Pick-up-Artist ist jemand, der versucht, auf eine ekelhafte Art und Weise Frauen zu klären. Dann erklär uns doch mal, was so ekelhaft an dieser Herangehensweise ist. Oder ist es schlimm, grundsätzlich Frauen zu klären, weil letztendlich wollen Frauen Männer klären, Männer wollen Frauen klären. Die Babys werden nicht vom Storch gebracht. Haltet euch fest. Babys kommen nicht vom Storch, nicht vom Weihnachtsmann. Ja? Wenn Männlein und Weiblein zusammenkommt, dann ist es wie bei den Bienchen und Blümchen. So ähnlich. Ja. Also sie eben durch bestimmte Maschen, Manipulationen und so weiter ins Bett. Und da sind sie wieder. Die Maschen und die Manipulationen. Das ist schon ein absolutes Lieblingsthema, weil das ist ja genau das, was eigentlich der Mainstream, ja, und da können wir uns auch schon dann vorstellen, wo der Artikel herkommt, den sie da gelesen hat. Es wird da immer behauptet, Männer würden mit Maschen und Techniken aus Frauen so willenlose Sexsklaven machen. Und also keine Ahnung, wo diese Maschen und Techniken, wo es die gibt, aber ich kenne keine einzige davon. Die heißt im Prinzip Selbstvertrauen, Authentizität und ein entspannter Umgang einfach mit dem Mädel. Ja? Auf eine natürliche Art und Weise. Das ist die einzige Möglichkeit, wie es wirklich funktioniert. Aber was daran eklig sein soll, keine Ahnung. Oder was daran Manipulation sein soll oder irgendwie eine miese Technik sein soll, das keine Ahnung. Mir konnte das keiner in diesen Zeitungsartikeln oder kein Journalist bisher erklären, was das denn jetzt genau, was jetzt genau so schlimm daran ist. So. Andererseits, wenn eine Frau gemachte Fingernägel, Silikon in den Brüsten, Push-Up, BHs, gemachte Wimpern, gefärbte Haare, High Heels, damit man größer wirkt und der Arsch in einer etwas anderen Form dann auch kommt, wenn man Haut zeigt, keine Ahnung was, dann sind das alles natürlich, künstliche Wimpern, gebleachte Zähne, sind das alles natürlich keine Manipulationstechniken, ja? Das wird immer weggeschoben. Aber wenn ein Mann an sich arbeitet, dann ist es, das geht gar nicht. Das ist Todesstrafe. Steinigt ihn. Packt die Fackeln und die Heugabeln aus, ja? Das ist ein Sexist. Das ist ein Pickup-Artist. Jagt ihn. Ja. Maschen, Manipulationen und so weiter ins Bett zu kriegen. Also ich hätte mich mehr zu dem Thema... Und es ist auch ein Gerücht, dass alle immer eine Frau ins Bett kriegen wollen. Viele Leute aus der Szene wollen einfach mal entspannt eine Frau kennenlernen und schauen, was sich daraus ergibt. Aber irgendwie steht in diesen Zeitungsartikeln immer drin, sie wollen die Frau ins Bett bekommen. Sie manipulieren, um sie nur ins Bett zu bekommen. Ich frage mich, was ist denn so geil daran, eine Frau nur ins Bett zu bekommen? So, es ist doch völliger Bullshit. So, keine Ahnung. Es ist einfach wack. Es ist einfach irgendwie sehr schräg. Und ich muss sagen, ich kenne mich mit der Szene wirklich aus. Ja? 2009 habe ich mit dem ganzen Pickup-Thema angefangen. Ja. Wir haben jetzt 2021. Ja, und das muss man sich mal vorstellen, Alter, wie lange ich diesen Müll schon mache. Ja, und ich kenne wirklich keinen, der einfach nur straight kommt und sagt, boah, ich will einfach nur Frauen vögeln, ja, alles andere ist mir egal. So, sowas gibt es, so einer kam bisher noch nie zu mir. Ja, klar gibt es solche Männer, aber
Pickup-Artists oder Männer, die sich in der Szene rumtreiben und wirklich nur so kommen und sagen, oh, hier, das will ich, kenne ich keine. Aber was ist auch so schlimm dran? Ich verstehe es nicht. Es ist doch, wenn die Frau da drauf auch Bock hat, auf eine kurze Geschichte, einfach nur kurz mit einem Mann irgendwie Sex zu haben, dann ist es doch völlig okay. Wo ist das Problem? Wenn beide damit einverstanden sind. Alter, keine Ahnung. Ich hätte mich mehr zu dem Thema einlesen können. Dadurch, dass es jetzt eben einfach so super spontan ist, würde ich auch einfach mal sagen. Super spontan. Vorbereitet, aber spontan. Die Diskussionsrunde in den Kommentaren ist eröffnet. So geil. Sie sagt, die Kommentarspalte ist eröffnet. Aber sie hat halt einfach die Kommentarspalte, die Kommentare einfach gesperrt. Sie hat sie einfach gesperrt. Sie hat die Kommentare gesperrt und sie hat die Bewertungen gesperrt. Ja, sie ist so offen für Diskussionen, dass sie einfach alles gesperrt hat. Ja, ein Wunder, dass sie das Video noch drin gelassen hat. Vielleicht gibt es darauf aufbauend dann einen zweiten Teil. Ich lasse auch gerne mal mehrere Seiten da für sich sprechen. Sie lässt gern mehrere Seiten für sich sprechen. Ja gut, dann warum sprichst du dann halt mit Leuten aus der Szene? Die würden dir dann halt auch empfehlen oder würden dann halt auch mit dir ernsthaft darüber diskutieren und dann würdest du mit Sicherheit auch zu einer anderen Meinung kommen, als du jetzt gerade hast im Moment. Aber das ist eben halt einfach so das Empfinden, das ich eben so habe. Grundsätzlich sprechen Pick-up-Artists vor allem Männer an, die nach ihrem eigenen Empfinden eben nicht bei Frauen landen können. Also es gibt auf jeden Fall Pick-up-Cats, ja, aber da muss ich ihr recht geben. Frauen, die sich mit dem Thema Pick-up auseinandersetzen, sind schon in der Minderheit. Ja. Mehr Männer interessiert das Thema als Frauen. Ja, da gebe ich ihr auf jeden Fall recht an der Stelle. Diesen Männern wird dann eingeredet auf diesen Workshops oder Seminaren oder was auch immer das ist, dass Frauen eben einfach alle manipulierbar sind. Frauen sind alle manipulierbar. Das wird den Leuten eingeredet auf einem Seminar. Also grundsätzlich sind wir alle nicht, also manipulierbar ist immer so dieses super negative Wort. Ja? Letztendlich ist es ja nichts anderes als beeinflussbar. Ja? Jeder Mensch ist beeinflussbar. Ja? Wenn ich vor der Kamera stehe, dann bohre ich mir vielleicht nicht unbedingt in der Nase. Ja? Oder dann, keine Ahnung, dann mache ich halt irgendwelche Dinge nicht, ja, weil ich halt davon beeinflusst bin, dass halt hier noch ein paar mehr Leute zugucken. Ja? Aber jeder Mensch ist grundsätzlich beeinflussbar. Und natürlich, wenn ich anders auftrete, dann macht das auch einen anderen Eindruck auf Frauen. Wenn eine Frau anders mir gegenüber auftritt, dann, oder wenn eine Frau halt auch ja, gut zurechtgemacht ist, ordentlich gekleidet, dann beeindruckt mich das natürlich auch. Finde ich dann auch toll. Ja? Und ich verstehe nicht, was daran immer so krass negativ, was muss man daran immer so krass negativ auslegen? Also das verstehe ich einfach nicht. In einem Führungskräfteseminar lernt man ja auch, wie führe ich Mitarbeiter, wie motiviere ich Mitarbeiter. Ja, das ist ja dann auch eine Art von Beeinflussung. In einem Streitschlichterseminar versuche ich ja dann auch verschiedene Konfliktpartner Mediation zu machen und verschiedene Konfliktpartner und verschiedene Interessen irgendwie so zu beschwichtigen, dass sie dann auch wieder miteinander zusammenarbeiten können oder dass man den Streit halt irgendwie geschlichtet und besänftigt bekommt, ja. Ist es dann auch alles Manipulation, wenn ich einfach nur Männer dabei unterstütze und helfe, mehr aus sich rauszuholen, damit sie einfach auch einen besseren Eindruck auf Frauen machen? Das ist doch, ich verstehe es halt einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Dass man möchte, die durch Manipulation und Tricks ja alle ins Bett bekommen kann und dass alle Frauen gleich sind. Und eben doch leicht zu haben. Wieso sollte man denn alle Frauen ins
Bett bekommen? Wer will denn alle Frauen ins Bett bekommen? Natürlich sind nicht alle Frauen gleich und auch nicht alle Männer sind gleich. Aber Männer und Frauen heißen Männer und Frauen, weil es zwei unterschiedliche Geschlechter sind. Und diese Geschlechter haben unterschiedliche Eigenschaften. Das kann dir jeder Neurobiologe erklären, wie das funktioniert, wenn ein Embryo Östrogen oder Testosteron ausgesetzt ist. Dann ändert sich die Hirnstruktur. Und es gibt außer den primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen und den Hormonen auch noch gewisse andere Dinge, die unterschiedlich sind. Ja, und diese Eigenarten spielen meistens auch eine primäre Rolle beim Fortpflanzen. Das ist doch ganz klar. Und natürlich müssen dann auch diese sogenannten Pickup-Artists sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Ist doch ganz klar. Da frage ich mich halt einerseits auch immer so, was ist wirklich leicht zu haben? Also es ist halt immer dieses Gefälle, was da wieder aufkommt. So Männer werden dann dafür gefeiert, wenn sie eine Frau nach der anderen abschleppen. Aber wenn eine Frau mitgeht mit diesen Männern, dann ist sie natürlich irgendwie eine Schlampe. Dann ja, ist es immer so ein bisschen abfällig. So, ja, guck mal, die Alte ist irgendwie mit mir mitgegangen. Also das verstehe ich jetzt auch wieder gar nicht so. Es tut mir leid, wenn ich das so oft jetzt unterbreche irgendwie, aber ich verstehe das überhaupt nicht, warum jetzt dieses Schlampending angefahren wird. Angeblich wollen die Männer doch mit den Frauen Sex haben. Warum sollten dann Pickup-Artists Frauen, die zu ihrer Sexualität stehen, die dann als Schlampen bezeichnen? Das ist doch völliger Bullshit. Und es ist völlig konträr zu dem, was ich aus meiner Community kenne. Völlig das Gegenteil ist der Fall. Ja? Männer wie ich, ja, ich finde es gut, wenn Frauen zu ihrer Sexualität stehen. Natürlich sollten sie das tun, worauf sie Lust haben. Und wenn sie mit mehreren Männern Sex haben, ist das auch völlig in Ordnung. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ja, also, und das ist in Pickup-Kreisen ganz genauso. Von dem her, ja, aber wenn ein Mann natürlich auch mit mehreren Frauen Sex hat, ist es natürlich auch nichts Verwerfliches. Warum sollte das denn auch verwerflich sein, ja? Jede Frau, die weiß, sie ist die Auserwählte von vielen und sie ist jetzt quasi diejenige, die sich freuen darf, dass der Pickup-Artist oder der Mann mit ihr zusammenkommt, anstatt mit den anderen, mit denen er vielleicht auch Möglichkeiten und Chancen hätte. Es ist doch für die Frau ein viel besseres oder ein viel größeres Kompliment, als wenn es jetzt halt irgendeinen Mann hat, wo sie halt einfach die Erstbeste ist, die er halt bekommen kann. Ja, so, ja, okay, der bleibt halt bei der, weil er halt keine andere kriegen kann. Toll, so, ja, die Frau freut sich, ja, irgendwann kommt dann eine hübschere und dann ist sie weg, so. Also eine Frau sollte doch auch eigentlich glücklich sein, wenn der Mann halt auch, ja, gewisse Erfahrungen mitbringt. Die sind doch alle gleich, wo ich mir denke, ein Mann darf Bock auf Sex haben und eine Frau mit nach Hause nehmen, aber eine Frau darf keinen Bock auf Sex haben und mitgehen. Also ich meine, man will nicht immer eine Beziehung. Manchmal hat man auch einfach Bock auf Sex, weil es eben einfach menschlich ist. Und also ich weiß nicht, wo sie das her hat. Das stand aber 100% auch nicht in ihrem Artikel drin. Es hat aber definitiv 0,0 mit dem Thema Pickup-Artist zu tun. Ich verstehe immer nicht, warum das bei Frauen immer was Abwertendes sein muss. Das ist halt so eine Sache, da fängt es irgendwie für mich schon an, eben dieses ungleiche Gefälle, dass es eben halt auch keine Basis, Frauen kennenzulernen. Das ist ja wirklich eben einfach, oder Männer werden ja damit angesprochen, die eben eigentlich ja eine Beziehung wollen, die eigentlich Frauen kennenlernen wollen, aber durch bestimmte Situationen vielleicht auch einfach mal abgeblitzt sind. Vielleicht haben sie es mal versucht und haben dann schlechte Erfahrungen gemacht. Und sehen die Schuld dann nicht bei sich selber, sondern bei der Frau. Und das ist eben der Fehler. Nur weil du bei drei unterschiedlichen Frauen abgeblitzt bist. Also dieses typische Argument irgendwie.
wo dann immer so ausgepackt wird. So, da könnte ich auf jeden Fall auch ein Buch drüber schreiben. Medien kommen dann immer mit diesem Argument. Ja, aber du wurdest ja sicher so verletzt, dass du irgendwie hier so gegen die Frauen und bla bla bla. Wer geht denn gegen die Frauen? Keiner geht irgendwie gegen die Frauen. Ja, und natürlich ist es so, dass jeder Mann, der sich mit dem Thema Frau-Mann-Dynamik, Frauen kennenlernen, Frauen oder sich selber und seine Skills gegenüber Frauen verbessern, jeder Mann, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, ist ein Mann, der natürlich da gewisse Defizite hat. Warum sollte ich mich denn mit der Reparatur von Baggerketten beschäftigen, wenn ich keinen Bagger habe und bei dem die Kette nicht kaputt ist? So, das ist echt ein wirtes Beispiel, gell? Aber das ist das Einzige, das mir eingefallen ist. Oder warum sollte ich mich damit beschäftigen, wie ich Muscheln... Wir machen einfach weiter. Schneid es raus. Heißt das nicht, dass alle Frauen nur nach dem Aussehen schauen, nach dem Geld und nach dem dicksten Auto, sondern guck erstmal, dass der Fehler vielleicht nicht doch bei mir liegt. Also, ja, sie wirft da jetzt zwei Dinge über den Haufen. Ja. Zum einen unterstellt sie ja allen Pickup-Artists, dass sie mega enttäuscht sind und dass deswegen sie sich so an der Frauenwelt rächen wollen, was ja völliger Bullshit ist. Ja? Die Jungs, die sehen eben das Problem nicht bei den Frauen. Würden sie das bei den Frauen sehen, würden sie sagen, ich habe gar keinen Bock auf Frauen, alles Pieps, also Schlampen, alle Scheiße und so weiter. Ich mache mein eigenes Ding, ja? Ich will damit gar nichts mehr am Hut haben. Aber sie sagen ja, hey, ich habe da ein Defizit und sie machen halt das, was Männer, die wirklich analytisch, technisch denken, in so einer Situation immer tun. Sie überlegen sich, wie kann ich das Thema lösen, ja? Und dann fangen sie an sich selber zu arbeiten. Sie sagen nicht, oh, alle anderen sind schuld, Opferhaltung, ja, ich bin so das Opfer von der Gesellschaft und von allen Frauen, sondern sie arbeiten an sich, ja? Das heißt, das ist schon mal völliger Bullshit. Und jetzt zu dem zweiten Thema mit Frauen sind alles dies, das, jenes, geil auf Geld, auf Auto, pipapo. Da ist halt auch ein Teil, und das muss man einfach auch so sehen, ein Teil Wahrheit dran. Ja, ich sage jetzt nicht, dass alle Frauen nur auf Geld und Auto und weiß was ich was, Status weiß der Geier was irgendwie scharf sind. Aber es gibt wissenschaftliche Studien, dass bei der Selektion der einzelnen Geschlechter es auf jeden Fall Unterschiede gibt. Männer achten mehr auf die Ausprägungen bei der Frau, die das Östrogen halt auch ausmachen, also einfach auch auf das Aussehen, auf diese weiblichen Rundungen, die weiblichen Formen, auf die Hüft-Taillen-Linie und so weiter und so fort. Also wirklich mehr auf Optik, während Frauen grundsätzlich, ja, auch natürlich auch auf bestimmte genetische Marker achten, aber auch auf den Status, auf den gesellschaftlichen Status und je nachdem, wie die Frau natürlich auch erzogen ist, wie ihre Selektionsroutinen sich halt auch entwickelt haben, ist es oftmals auch zum Beispiel der Beruf, ja, oder auch das Geld. Ja. Das ist definitiv ein Fakt. Und da gibt es wirklich Studien, die das belegen. Zum Beispiel die berühmte Studie, wo man halt Frauen verschiedene Bilder von Männern gezeigt hat. Und da stand dann halt auch das Alter, der Name und der Beruf dran. Und da hat man dann halt mehreren Frauen jeweils zweimal das gleiche Bild, Name, Alter gezeigt, aber die gleiche Person, der gleiche Mann ist mit zwei unterschiedlichen Berufen in dem Bewertungsstapel aufgetaucht. Und die, also tendenziell haben die Frauen halt immer der mit dem gesellschaftlich
höher stehenden Beruf, ja, immer auch mehr Punkte gegeben. Also mehr Attraktivitätspunkte. Von dem her, das lässt sich halt leider nicht lügen. Und wenn man natürlich die Biologie der Frau anguckt, sie ist eben auch biologisch gesehen eine gewisse Zeit einfach auch verletzlich. Sie braucht, sie ist halt 9 Monate nun mal schwanger, hat dann im Anschluss auch ein Kind. Ja, sie muss einfach auch, auch wenn wir in der heutigen Zeit mit Verhütung und weiß der Geier was alles dagegen wirken können, aber biologische Programme im Hintergrund laufen und beeinflussen natürlich das Selektionsverhalten von Frauen. Und da sind eben auch Männer dann höher im Kurs, die Frau natürlich dann auch beschützen können und ihr auch was bieten können in dieser Zeit, wo sie dann natürlich auch mit einer Schwangerschaft potenziell zurechtkommen müsste. Ja, deswegen steckt da definitiv ein wahrer Kern, so zum Teil zumindest auch, dahinter. Ja, kann man natürlich auch nicht verallgemeinern, aber im Trend, in der Tendenz ist es nun mal einfach so. In meinen Augen sind eben Männer, die bei Frauen regelmäßig abblitzen, nicht zu hässlich oder zu arm, sondern einfach sozial so verkümmert, dass sie eben einfach nicht wissen, wie man richtig mit einem Menschen, in dem Fall mit einer Frau, umgeht. Die haben wahrscheinlich irgendwann im Leben den Absprung verpasst, wo es dann hingeht. Ja, mit Sicherheit gibt es viele Männer, die deswegen abblitzen, weil sie nicht so hässlich oder irgendwie blöd oder keine Ahnung was sind, sondern ihnen fehlt einfach Übung. Und da sind Pickup-Artists definitiv die richtigen Ansprechpartner dafür, um das Problem zu lösen. So ist es. Raus ins Soziale, weg vom Zuhause, vom PC gammeln und zocken zum Beispiel. Also vielleicht sollte man da mal ansetzen, indem man sich einfach um sein eigenes Sozialleben kümmert. Denn Dating, Frauen kennenlernen, Freunde kennenlernen findet eben nicht zu Hause auf der Couch oder online ausschließlich statt, sondern man muss auch mal einfach rausgehen und die Erfahrung sammeln, indem man eben mit anderen Menschen interagiert und indem man sich eben einfach immer versteckt vor. Und da muss ich sagen, hat natürlich die gute Ann-Kathrin, ja, da die Ann-Kathrin recht, es ist definitiv so, aber viele Männer haben das einfach nie gelernt, ja, wie sie richtig ein richtiges Sozialleben aufbauen, wie sie auf Frauen zugehen. Männer sind tendenziell halt einfach so gepolt, dass sie eher so auf bestimmte technische, mechanische Zusammenhänge und so weiter, dass sie sich für solche Dinge viel, viel stärker interessieren als für diese soziale Themen. Ja. Bei Frauen ist das ganz normal. Das sieht man schon bei so ganz kleinen Babys, die gucken dann halt einfach schon die Mädchen sofort in die Gesichter der Mama, vom Papa, fangen sofort auch an, die zu spiegeln, ja, mit ihren Spiegelneuronen, um dann auch auf die Mimik zu achten, sofort so diese Sozialdynamik zu verstehen, während Männer halt sich viel stärker, also Jungs, Babys, die das alles dann erstmal so langsam die Welt entdecken, da halt viel stärker halt auf das Mobile und auf sowas gepolt und geprägt werden. Auch wieder natürlich nicht der Einzelfall, ja, kann durchaus auch solche Mädels und solche Jungs geben, ganz klar, will ich auch ganz klar dazu sagen. Aber das ist halt einfach sehr häufig der Fall und hat halt eine genetische Komponente an der Stelle. Und da ist es halt einfach auch so, dass Jungs sehr häufig halt in diesem Zockermilieu, in diesem Gaming-Kontext halt einfach mehr Spaß haben und sich halt dann etwas später erst um soziale Dynamiken, Mädels und so weiter kümmern. Ja? Und dann stellen sie halt häufig fest, oh, ich habe da ein Problem. Und dann fangen sie natürlich auch an, daran zu arbeiten, in aller Regel. Klar gibt es auch die Männer, die dann die Opferrolle einnehmen. Aber sie basht ja gegen die Pickup-Artists und an der Stelle halt genau an der falschen Stelle, weil das sind ja gerade die, die wirklich auch was ändern wollen und nicht die, die jetzt upragen gegen Frauen. Ja, so wie sie das ja auch darstellt, was auch hier an der Stelle völlig, völlig falsch ist. Also man muss auch mal einfach
rausgehen und die Erfahrung sammeln, indem man eben mit anderen Menschen interagiert und indem man sich eben einfach immer versteckt war. Hat sie jetzt gerade wirklich gesagt, dass man Frauen auf der Straße ansprechen darf, dass man als Mann auch mal interagieren soll? Ich werde verrückt. In den letzten, zumindest im Annie the Duck Video und auch im Space Frog Video, wurde ja ganz klar darauf hingewiesen, dass das gar nicht geht. Frauen auf der Straße ansprechen. Absolutes No-Go. Ja, man hat es natürlich auch direkt danach wieder relativiert. Weil wenn es authentisch ist und wenn man es in Amerika macht, dann ist es schon okay. Aber in Deutschland absolutes No-Go. Eine Maschine im technischen Gerät kann das ja nichts geben. Das ist so meine persönliche Meinung, warum es nicht klappt mit den Frauen. Da braucht man jetzt nicht irgendwie in Frauen dann die Schuld sehen und da die Weiber sind doch alle gleich und sich dann von irgend so einem Idioten, von so einem Guru sagen zu lassen, hey, du kannst Frauen alle manipulieren, damit sie eben willig sind und mit dir ins Bett gehen. Das ist doch der vollkommen falsche Ansatz. Das Ding ist halt einfach, dass es Menschen gibt, die diese Gurus... Und halt auch keiner so in der Hinsicht... Also zumindest keiner, der irgendwie Plan und Niveau von dem oder Plan von dem ganzen, von der ganzen Thematik hat. Ja, und das seriös macht. Kann natürlich auch nicht von allen reden. Ja, aber entweder war der Artikel halt einfach Bullshit, oder sind halt die Jungs, die sie da anspricht, wirklich, oder die da angesprochen werden, halt wirklich komplett von einem anderen Stern. Wobei mittlerweile sprießen die Dating-Coaches ja wirklich wie Pilze aus dem Boden. Zum Teil auch wirklich absolute Nullraffer, von dem her keine Ahnung. Die diese Gurus eben total feiern und oh, ihr wisst nicht, was sich da für Abgründe auftun. Also ich habe da auch mal so ein bisschen rumgestöbert und da ist da so ein Kerl, der dann irgendwie erzählt, dass er so ein richtiges Prinzesschen rumgekriegt hat und ich will euch das an dieser Stelle, solche Videos auch überhaupt nicht verlinken, weil ich denen auch wie gesagt keine Fläche geben möchte. Wenn ihr mögt, sucht selber danach. Da, ja, wie gesagt, tun sich Abgründe auf, da findet ihr genug zu. Und richtige Männer stehen da nämlich drüber, die müssen uns Frauen da nicht klein halten und manipulieren. Ja, was hat das denn jetzt hier mit klein halten zu tun? Das kapiere ich nicht. Ja, und wie gesagt, Manipulation, was ist das denn? Wo fängt das denn an? Wo hört das auf? Frauen sind ja Meister darin, zu manipulieren und zu beeinflussen mit ihren 1 Million Schmink- und keine Ahnung was, Tipps. Ja? So, es ist einfach irgendwie schräg. Das finde ich eben ganz wichtig. Fast hätte ich es vergessen. Ich habe ja auch schon mal Erfahrungen gemacht mit einem Pickup-Artist. Und zwar gleich zweimal zu unterschiedlichen Zeiten. Also das war mit einem Abstand von ein paar Monaten, aber am genau exakt gleichen Ort. Ja, zweimal nacheinander wäre auch schräg, oder? Zweimal zu einer Zeit. Und zwar ist es in Berlin der Alexanderplatz, da wurde ich tatsächlich schon zweimal von solchen Typen angesprochen. Wo ich mich auch frage, warum wählt man für sowas einen riesengroßen Platz, an dem Massen von Leuten unterwegs sind und die da nicht sind, weil sie es da so wunderschön finden, weil der Alexanderplatz ist nicht schön, sondern weil es einfach... Warum wählt man einen Platz, an dem Frauen sind zum Ansprechen? Warum macht man das? Warum spricht ein Pickup an einem Platz, wo viele Frauen sind, eine Frau an? Wenn es auch Plätze gibt ohne Frauen oder mit ganz, ganz wenig Frauen. Warum ist da noch keiner von uns im Pickup-Forum draufgekommen eigentlich? In Eile sind. Ich war auch immer in Eile und habe das auch ausgestrahlt. Aber die suchen sich halt eben einfach gezielt Frauen, die alleine unterwegs sind. Natürlich. Und ja, das war zweimal eine ganz unangenehme Situation, weil da kamen die auf mich zu jeweils und kamen ja auch schon viel zu nah. Ja, das stimmt so natürlich nicht. Also manche Frauen,
Also viele machen das natürlich schon, weil es halt einfach, weil sie natürlich auch die Eier oftmals dazu haben, eine anzuquatschen mit der Mutter oder die Mutter anzuquatschen, wenn die Tochter dabei ist oder halt Freundinnen anzuquatschen oder vielleicht sogar auch eine, wenn sie mit ihrem Freund unterwegs ist. Also es muss ja nicht ihr Freund sein, sondern es kann ja auch ein Freund sein. Das kann man ja dann auch in einem entspannten Gespräch auch irgendwie rausfinden. Ja, ist ja ganz entspannt. Wir leben ja nicht in einem Kriegsgebiet, ja, wo man irgendwie Angst haben muss, so dass die Frau jetzt entführt wird oder sowas. Ja. So, deswegen, klar, viele haben nicht die Eier, an Frauen in Gruppen anzusprechen. Aber das heißt nicht, dass sie nur Frauen ansprechen, die alleine sind. Ja. Aber oft passiert das natürlich schon. Ja, also da gebe ich ihr natürlich schon recht. Ja, weil es halt einfach für viele entspannter ist. Aber das ist ja auch grundsätzlich jetzt nichts Schlechtes. Ja, wenn eine Frau keinen Bock darauf hat, dann soll sie halt sagen, du, sorry, ich bin jetzt gerade unterwegs und ich habe jetzt gerade keine Zeit, keinen Bock. Und dann ist das Thema doch erledigt. Stellt doch keiner hin, da stellt doch keiner nach. Das ist ja, wenn einer nachstellt, dann ist es kein Pick-up-Artist, dann ist es auch keiner, der einfach nur Interesse an der Frau hat, dann ist es einfach ein Arschloch oder einfach ein Irrer, ja. Dann kann man natürlich auch da entsprechend dagegen vorgehen, ist ja ganz klar, ja. Eben diesen Abstand nicht eingehalten, wie man eben, oder den man eben hält, wenn man auf einen fremden Menschen zugeht, einfach eine Sache der Höflichkeit und des Respekts. Und wenn mir jemand schon viel zu nahe kommt und mich da so einengt. Ja, also da muss man halt auch sagen, manche machen das wirklich falsch. Aber da geht es ja auch genau darum, wegen solchen Themen ist es natürlich auch manchmal sinnvoll, dass man sich halt mal jemand sucht, der einen da auch unterstützt. Ja? Weil viele checken das manchmal halt auch gar nicht, dass man nicht zu nah beim Ansprechen kommen sollte, ja. Man muss natürlich der Frau da immer den Freiraum geben, dass es nicht unangenehm wird, wenn man da zu nah hingeht, ja. Aber das sind halt auch so Dinge, manche Leute kapieren das halt nicht. Das kann halt wirklich ein toller Typ sein, wo alles passt, ja, und der macht halt einfach irgendwie diesen dummen Fehler. Aber woher soll das denn wissen? Woher soll das denn wissen, wenn ihm das niemand sagt? Ja, so ist es halt. Da ist bei mir eh schon vorbei, da kann ich dann auch nicht mehr höflich bleiben. Da habe ich dann auch gleich gesagt, sorry du, ich muss weiter, ich bin in Eile, ich muss hier Sachen erledigen. Aber man hat es halt richtig gemerkt. Ja, man hätte es halt sagen müssen einfach, du bist mir zu nah, ich finde das unangenehm. So. Es sind halt immer genau die gleichen Fragen, die halt eben runterspulen. Also ich wusste natürlich schon so insgeheim, okay, das war jetzt zweimal ein Pickup-Artist, aber... Finde ich jetzt auch nicht unhöflich, wenn sie sagt, ich muss jetzt weiter, dann ist so okay. Wenn man sich eben diese Videos auf YouTube anguckt, es ist exakt genau die gleiche Masche und da wusste ich dann zu 100% Bescheid. Mich würde mal interessieren, was für Fragen sie damit meint. Würde mich wirklich interessieren, weil ich meine, klar, ja, wie heißt du? Ja, sowas ist ja, Alter, man lernt sich kennen. Wie heißt du? Ist ja ganz normal, aber warum lässt sie sich denn dann Fragen stellen, wenn sie dann einfach dann, sie hätte doch dann da auch einfach weitergehen können. Sagen, du, sorry, ich bin jetzt gerade beschäftigt. Jetzt redet sie von immer den gleichen Fragen. Dann muss sie ja doch mit den Leuten dann auch geredet haben. Also diese Fragen, wenn es jetzt nicht wirklich das Alter ist, vielleicht noch, wo arbeitest du oder wo kommst du her oder was machst du hier? So, dann, das wird, also es ist ja ganz normal, dass man solche Fragen irgendwie stellt, wenn man sich kennenlernt. Ja, ich meine, was schreibt man denn über Tinder? Da redet man doch auch nicht über irgendwelche andere Themen. Das sind doch die Key Facts irgendwie, ja, die halt einfach geklärt sein müssen. Und entweder man hat es im Profil angegeben, ja, oder man muss es halt erfahren. Wenn ich in der Disco mit einem Mädel rede, dann interessiert mich das Alter doch auch. Also, das ist ja jetzt auch nichts, was ein Pickup-Artist irgendwie speziell macht, sondern das sind halt einfach nur Kennenlernfragen. Ja, wobei ich grundsätzlich empfehlen würde, wenn man halt mit einer Frau redet, dann ist es immer viel, viel witziger, einfach irgendwas zu raten, als irgendwas zu fragen. Ja? Das kommt halt einfach viel, viel besser. Und dann kommt dann halt meistens so, ah, du könntest eine Erzieherin sein. Was? Hä? Wie kommst du denn darauf? So, und egal, ob das halt trifft,
Wenn es trifft, ist natürlich prima. Wenn nicht, dann hat man halt schon irgendwie ein geiles Gesprächsthema, ja. Also ich wusste natürlich schon so insgeheim, okay, das war jetzt zweimal ein Pickup-Artist, ja, also aber wusste ich halt wenn man gar sich nichts. Eben diese Videos auf YouTube anguckt, es ist exakt genau die gleiche Masche und da wusste ich dann zu 100% Bescheid. Ja, du Bescheid, wirst du auf jeden Fall. Die stottern immer genau die gleichen Fragen wie ab, heißt du? Mit denen sie eben versuchen, dich so ein bisschen bei Laune zu halten und eben einfach dich im Gespräch zu halten. Aber ja, wenn man da eben einfach von vornherein nicht interessiert ist, haben die dann natürlich keine Chance. Ja, also, wenn man nicht interessiert ist, haben sie keine Chance. Wo ist dann das Problem? Also, wenn du nicht interessiert bist, dann lass sie doch machen. Also, raged jemand gegen irgendwelche Obdachlose, die einen nach Geld fragen? Oder raged jemand gegen irgendwie andere Leute, die einen vielleicht für ein Promotion-Event oder sowas gewinnen wollen? Oder die einem vielleicht irgendwie an der Käsetheke irgendwelche gratis Käseproben andrehen wollen, da meckert doch auch keiner rum. Also wo zur Hölle ist das Problem? Also ich verstehe es halt nicht. Die wollen Frauen kennenlernen und wenn es passt, wollen sie sie ins Bett bekommen. Kennenlernen, vielleicht auch irgendwann noch eine Beziehung mit denen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich verstehe irgendwie die Welt nicht mehr, warum es solche Frauen gibt, die sich da so aufspielen und da so eine seltsame Meinung davon haben. Hättest du doch einfach sagen können, du, ich bin in Eile, es tut mir leid, es passt gerade nicht, mach's gut. Ja? Wenn er aufdringlich wird, dann sage ich halt, das ist ein bisschen schärfer, verpiss dich, ja. Also meine Freundin, wenn einer, die wurde auch schon mehrfach angesprochen, auch von Pickup-Artists, sogar von Dating-Coaches in Stuttgart auf der Königstraße. Und die hat einfach kurz nett mit denen geredet und hatte ein nettes Pläuschen und ist dann einfach weitergegangen. Und wenn der einer dumm kommen würde, die würde dem halt, wenn alle Stricke reißen, würde die dem halt wirklich eine knallen. Und dann wäre das Thema erledigt. Aber wenn einer auf höfliche Art und Weise eine Frau anspricht, ich verstehe einfach nicht, wo das Problem ist. Ich habe so viele Erfolgsgeschichten, wo Frauen das toll finden, dass sie angesprochen werden, wo sie sich freuen, oh Mensch, das ist ein Kompliment, behalte das auf jeden Fall bei. Ja? Aber es hat trotzdem, dieses Ansprechen hat trotzdem so einen krass schlechten Ruf. Ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Es sind wie zwei verschiedene Welten. Im Internet so, pack die Heugabeln und Fackeln aus, weiche von mir, böser Geist. Auf der Straße alles so, das ist ja cool, dass du das mal, ich habe einen Freund, aber ich finde es total, also es ist mir ja noch nie passiert. Rote Wangen, finde es total toll und ist irgendwie total schräg. Und da ist halt wieder das Ding, es gibt natürlich Frauen, die auf diese Masche eben einfach reinfallen, weil sie sich vielleicht in dem Moment dann doch geschmeichelt fühlen oder weil sie vielleicht das Gegenüber oder den Gegenüber, mit dem sie eben sprechen, vielleicht auch ganz attraktiv findet. Es kann ja auch sein, dass man den Gegenüber ja auch ganz attraktiv findet. Und jetzt, wenn man den Gegenüber ganz attraktiv findet, was macht man dann? Dann spricht doch gar nichts dagegen, einfach mit ihm zu reden und ihm vielleicht die Nummer zu geben. Mit ihm vielleicht irgendwie ein Instant-Date irgendwo zu machen. Es ist doch okay. Ich meine, das passiert ja eben einfach auch zwischen zwei Menschen. Und das muss demjenigen jetzt auch nicht... Das passiert auch zwischen zwei Menschen. Es passiert auch zwischen zwei Menschen. Ich werde verrückt. Nicht irgendwie peinlich sein oder so, oder müssen sich auch nicht schlecht fühlen, wenn sie eben darauf einsteigen, weil, wie gesagt, das ist einfach diese Natürlichkeit, dass man Menschen attraktiv findet und dann vielleicht auch Lust hat, mit ihnen ins Bett zu gehen. Über kurz oder lang, mal geht's ja schneller, mal nicht so schnell, aber ja, mich würde auf jeden Fall noch interessieren, habt ihr auch schon mal Erfahrungen mit einem Pickup-Artist? Mal geht's schneller, mal geht's nicht so schnell, da hast du recht. Angehalten. An Katrin, wir werden noch richtige Freunde. Also ich finde,
Das ist auf jeden Fall ein Thema, über das man sich richtig krass aufregen kann. Hä? Warum sollte man sich denn jetzt krass drüber aufregen? Sie hat doch gerade noch gesagt. Es kann doch auch sein, dass man den Typ sympathisch findet. Also hängt nur davon ab. Also einer, der hässlich ist, der darf es nicht. Aber wenn ich ihn sympathisch finde, dann ist es vollkommen okay. Oh nein. Weiß sie eigentlich, dass sie sich krass widerspricht? Und ich hoffe, dass viele Männer, die eben nicht ganz so Glück hatten bei Frauen, versuchen an sich selber zu arbeiten, nicht die Frau als Hassobjekt zu betrachten oder als was Niederes, weil das ist der komplett falsche Ansatz. Weil solche Typen geben euch Männern halt eben auch einfach das Gefühl, dass sie euch eben verstehen und ja, irgendwie fühlt man sich da dann einfach aufgehoben. 11 Minuten 37. Natürlich geben sie dir das Gefühl, dass sie einen verstehen. Das nennt man Sympathie. Das ist doch das, was passieren soll. Man soll sich doch sympathisch finden. Aber das ist keine Pick-up-Manipulation, sondern das ist einfach eine menschliche, natürliche Geschichte. Das ist echt einfach wirklich der falsche Ansatz. Ich hoffe, einige werden da ein bisschen schlauer. Jedenfalls, wie gesagt, also ist gut, echt gesagt, das ist der falsche Ansatz. Ich freue mich über euren Input. Ich hoffe. 11 Minuten. Ich muss das ganz kurz verdauen, Alter. Man fühlt sich dann geborgen und aufgehoben und man hat da gewisse Sympathie, aber das ist genau der falsche Ansatz. Wenn ihr solche Pickup-Artists seht, mit denen ihr Sympathie habt, die ganz nett sind und ihr euch aufgehoben fühlt, dann geht wieder zurück zu Assi Toni, wie sich das gehört. Euch hat dieses außerplanmäßige Verweist diese Frau, wovon sie redet, und dann verweist sie wieder auf die Kommentarfunktion, die sie ausgeschalten hat. Ja, einfach mal ein bisschen Quatsche. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns am Sonntag. Hey, wer soll denn davon schlauer werden, Alter? Du redest doch. Du widersprichst dir doch in jedem Scheißsatz. Okay. So, jetzt habe ich definitiv ein paar graue Haare mehr. Wahrscheinlich auch ein paar kahle Stellen mehr. Keine Ahnung. Was will ich dazu sagen? Es ist halt einfach wieder eines von diesen schrägen Videos, wo sich irgendjemand irgendwelche Artikel reingezogen hat, die einfach Scheiße behandeln. Man tut sich irgendetwas zusammenreimen, was einfach nicht der Realität entspricht. Und es ist einfach schräg. Es ist einfach schräg. Mir fällt eigentlich dazu nichts mehr ein. Ich kann euch nur sagen, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt Probleme mit Frauen, lasst euch von solchen Meinungen nicht beeinflussen. Lasst euch da nicht runterziehen. Ihr könnt mich jederzeit gerne kontaktieren, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr sagt, ihr wollt mal mit mir persönlich oder mit einem meiner Experten reden, weil ihr auch irgendwie ein Thema bezüglich Mann und Frau habt, dann geht einfach unten in den Kommentarbereich, klickt auf den Link und wir vereinbaren einfach mal ganz entspannt ein ganz unverbindliches Kennenlerngespräch, quatschen mal miteinander und schauen uns mal genau deine konkreten Ziele an. Wenn ihr andere Videos habt, worauf ich reagieren soll, packt es mir in die Kommentare. Ich werde sie garantiert nicht, wie nennt sich das, sperren? Ja, keine Ahnung. Mir fällt zu dem Video nichts mehr ein. Ich will eigentlich auch nichts mehr dazu sagen. Für mich ist das Thema gegessen. Eigentlich ist es ein nettes Mädel, aber irgendwie scheint sie halt einfach keinen Plan von Pickup-Artists und von der ganzen Materie zu haben. Ja, es gibt immer schwarze Schafe, so ist es einfach. Aber man kann nicht alle über einen Kamm scheren. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Bis dann, euer Marcel.